dann kann es nämlich passieren, wenn wir dieses Lied, Guter Mond, richtig toll singt, dass sie vor Freude vielleicht in der nächsten Woche vor Freude einen Tag mehr die Hausaufgaben vergessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich habe das festgestellt, je schöner ihr Guter Mond singt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrerin so begeistert von euch sind, dass ihr vielleicht in der nächsten Woche einen Tag, dass ihr dann die Hausaufgaben vergesst. Das kann ja immer passieren. Wollen wir das mal ganz schön singen? Wollen wir das mal probieren? Ja. Hätte ich die Frage für dich, mach mal gleich danach. Also, ich bin sehr neugierig, wie schön ihr jetzt singen könnt. Julian, schick mal deine Trommel an die Seite, die hat jetzt zu Hause. Und sieht mal extra schön mit mir zusammen, okay? Bitte nicht die Trommel wegrollen, das ist schön. Es geht los, ihr seht extra schön mit mir. Au, ab, ja. Guter Mond, guter Mond, der am Himmel wohnt, in deiner Welt eine Ruhe. Guter Mond, schön lassen, okay? Noch eine Runde? Ja. Guter Mond.